Ja, also wir haben eine sehr klare und eindeutige Haltung zu diesem Wettbewerbsverfahren und zu dem Umgang mit dem Bestand, die konträr ist zu dem, was wir gerade gehört haben. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass man das Gebäude erhalten sollte, dass das Gebäude umgenutzt und mit neuen Nutzungen versehen, aufgewertet hinsichtlich der Bausubstanz werden sollte und das Ganze verbunden mit einer Aufwertung und einem Ausbau der Grün- und Freiflächen gegenüber der bestehenden Situation. Dadurch schaffen wir dann eine bessere Vernetzung einmal des Gebäudes mit den umliegenden Nachbarbebauungen und aber eben auch dieser umliegenden Quartiere untereinander. Das erreichen wir im Wesentlichen mit zwei Elementen. Das eine ist hier dieser neue Bürgerpark, den wir an der Sohnstraße entlang geplant haben. Und dann auf der westlichen Gebäudeseite und auf der östlichen Gebäudeseite auch durch eine sehr große Grünfläche, die auf dem jetzigen Parkdeck angelegt wird, wo dann vorgeschaltet ist, nochmal eine Sitz- und Freitreppenanlage gibt, die sich zu dieser bestehenden Grünanlage hier im Osten orientiert. Und diese beiden Elemente verknüpfen wir mit einer Durchlegung durch das gesamte Gebäude im Erdgeschoss, was wir dann aber gleich nochmal erläutern. Und hier würde ich dann vielleicht nochmal gerne weitergeben an die Frau Lesser zur Erläuterung ja, der Grünanlagen im Detail. Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin Franziska Lesser, wie schon gesagt, vom Club L94 Landschaftsarchitekten. Ich stelle einmal das Freiraumkonzept zu unserem Entwurf vor. In den unteren, rechts hier in den unteren Piktogrammen kann man sehen oder Konzeptskizzen, es gibt quasi zwei übergeordnete Grünräume bzw. Atmosphären, die wir auf dem Grundstück und auf dem Gebäude herstellen möchten. Das ist einmal der grüne Rahmen, der sich um das Bestandsgebäude legt. Und hier werden Funktionen wie die Öffnung und Vernetzung zur Umgebung, aber auch auf sozialer Ebene umgesetzt. Hier soll nämlich der zukünftige Bürgerpark entstehen, der Spielorte, aber auch Gemeinschaftsorte für die Nachbarschaft bietet. Im Osten, wie Herr Otto schon gesagt hat, wird eine großzügige Sitztreppe in der grünen Böschung die Beziehung zu dem Bolzplatz und den Spielbereichen dort herstellen und quasi so die Verknüpfung auch zur Eduard-Schlömann-Straße herstellen. Der grüne Rahmen soll zusätzlich auch mit der Bodenbindung quasi zur Versickerung dienen. Und gleichzeitig können hier halt große Teile der Bestandsbäume erhalten bleiben, da ja der Gebäudefußabdruck quasi derselbe bleibt oder fast derselbe bleibt wie im Bestand heute. Unten rechts auf dem Piktogramm sieht man dann die Atmosphäre oder die Freiraumzusammenstellung auf den Dachflächen des Gebäudes. Hier soll ein Freiraummosaik entstehen, das vor allem mit gemeinschaftlichen und privaten Nutzungen der Bewohner und der BüronutzerInnen des Gebäudes vorhanden sind. Hier entstehen kleine Treffpunkte und Rückzugsorte, zum Beispiel Blumengärten, kleine Spielinseln, kleine Platzflächen, aber auch Sonnenterrassen. Genau, und durch die Begrünung der Dachflächen kann natürlich auch ein ökologischer Mehrwert und ein besseres Kleinklima auf den Dachflächen entstehen. So entsteht quasi auf den Dachflächen eine Vielfalt an Freiraumnutzungen für die Nutzer des Gebäudes und in dem grünen Rahmen, der vor allem für die Öffentlichkeit und die Begegnung zur Öffentlichkeit und Nachbarschaft vorgesehen ist, finden eben diese öffentlichen Nutzungen statt. Rechts oben auf dem Piktogramm sieht man auch noch mal das Erschließungskonzept über die Sohnstraße. Da ist natürlich der Autoverkehr, der PKW-Verkehr vorhanden und die vorhandene Tiefgarage wird auch weiter genutzt, um die Autos unterzubringen.
Und die Durchfahrt oder Zufahrt zur Tiefgarage bleibt auch dort erhalten, wo sie heute ist. Zusätzlich wird aber dort auch ein neuer Fußgängerweg durch den grünen Rahmen, quasi die Eduard-Schlömann-Straße, auch nochmal für die Durchquerung von Fußgängern ergänzen. Es gibt auch noch eine Vorfahrt für die Kita, die auch über die Zufahrt der Tiefgarage erreicht wird. Also es wird quasi keine zusätzliche Verkehrsfläche hier nötig sein, weil so die zukünftige Kita angefahren werden kann. Genau, und in diesem grünen Rahmen findet man quasi eine übergeordnete Umwegung und Durchwegung des Grundstücks, obwohl wir das Bestandsgebäude erhalten. Und dann würde ich wieder zurückgeben an den Herrn Otto. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch so ein paar Details dazu. Also entlang dieser schon bestehenden Zufahrtsstraße zur Tiefgarage würden wir eben dann auch noch ein paar Kurzzeitstellplätze unterbringen für die Vorfahrt für die Kita, weil es ja leider eben doch oft so ist, dass die Leute mit dem Auto ihre Kinder dahin bringen, wird es eben hier ein paar oberirdische Stellplätze geben. Ansonsten bleiben alle Stellplätze unterirdisch in der schon bestehenden Tiefgarage. Und vielleicht noch zu den Dachflächennutzungen. Es sind wirklich tatsächlich alle Dächer begrünt und genutzt. Und das unterscheidet sich eben so ein bisschen, je nachdem, welche Nutzung jetzt darunter liegt. Also in dem Bereich hier zum Beispiel haben wir darunter ja so einen Pflege- und Fitnessbereich. Und das heißt, wir würden hier auch Fitnessflächen, kleine Sportflächen auf dem Dach anbieten. Hier auf dem Hochhaus sind das dann eben eher private, also gemeinschaftlich private Dachflächen für die Bewohner des Hochhauses. Und auf den großen Dachflächen des Sockelgeschosses sind dann eben auch nochmal Gartenflächen für alle Bewohner des Gebäudes angelegt, die dann zum Beispiel hier so im Bereich von Urban Gardening kleine einzelne Parzellen hätten, an denen sie sich ihre privaten Dinge anbauen können. Und so ergibt sich eben dieses bunte Mosaik aus sehr verschiedenen Dachflächennutzungen, je nachdem, welche Nutzung im Gebäude gerade damit verknüpft ist. Okay, gehen wir mal weiter zu dem eigentlich wichtigsten Punkt, der uns bei diesem Projekt umtreibt, beschäftigt und antreibt und der uns eigentlich eben dazu bewogen hat, hier wirklich den Versuch zu machen, aus diesem Projekt was Besonderes zu machen, ein Projekt mit Leuchtturm und mit Vorbildcharakter, indem wir eben sagen, wir reißen das Gebäude nicht ab, sondern wir erhalten das Gebäude, wir nutzen es um. Wir erweitern es in einigen Bereichen. In einigen Bereichen brechen wir ein bisschen was ab, um Durchbrüche zu schaffen. Aber im Wesentlichen bleibt diese Bausubstanz nach unserer Vorstellung erhalten. Das zum einen eben erstmal aus Gründen der Nachhaltigkeit. Wir haben es beim letzten Mal schon erläutert. Also in diesem Gebäude stecken geschätzt etwa 16.000 Kubikmeter Stahlbeton. Die sind schon da. Die kann man nutzen. Da ist schon mal eine Energie von ungefähr 1 Million Liter Erdöl verbraucht worden. Es sind 160.000 Kilogramm CO2 freigesetzt worden, um diesen Rohbau zu errichten. Und es macht aus unserer Sicht einfach keinen Sinn, das jetzt alles abzureißen und dann an anderer Stelle in einer anderen Form nochmal wieder mit zusätzlichem CO2-Ausstoß, mit zusätzlichen Energien, die aufgewendet werden müssen, selbst wenn man es in Holz baut, wird man ja zusätzliche Energien aufwenden müssen für Abriss und Neubau. Eine Tiefgarage wird man in Holz auch schwerlich errichten können. Den Aushub dafür, das sind alles Dinge, die Ressourcen verbrauchen, die Energie brauchen und die Schadstoffe freisetzen. Und deswegen ist unsere klare Haltung eben hier wirklich die, das Gebäude weitestgehend zu erhalten und eben mit neuen Nutzungen aufzuwerten. Noch ein weiterer Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf, ist natürlich der, also Umwelt hat ja auch was oder Umweltbelastung, nicht nur was mit CO2-Ausstoß zu tun, sondern auch mit Lärm, mit Staub und damit verknüpft eben auch mit der Bauzeit. Also hier stellt sich dann schon die Frage, wie viel Lärm, Staub und vollbeladene LKWs will man der Umgebung, will man den Nachbarn hier zumuten und wie lange? Wir haben das mal nur so grob in so ein paar schematischen Zeitsträngen gegenübergestellt.
Hier bitte ich erstmal um Entschuldigung. Hier steht überall Monate, es sind natürlich keine Monate, sondern Wochen. Also nicht erschrecken, wir haben ja nicht 72 Monate Bauzeit. Aber also hier haben wir eben diese beiden Varianten, einmal den von uns favorisierten Umbau und darunter einen, wie auch immer gearteten, Abbruch- und Neubau-Zeitstrang mal so ein bisschen aufgedröselt. Man muss davon ausgehen, dass der Schadstoffrückbau eigentlich bei beiden Varianten ähnlich lange brauchen wird, weil man eben die Schadstoffe nicht einfach mit dem gesamten Gebäude abreißen muss, sondern man muss eigentlich das Gebäude erstmal Schadstoff sanieren, also alle Schadstoffe sicher ausbauen, bevor man überhaupt mit dem Abbruch beginnen kann. So, und dann wäre eben bei uns die Phase Teilabbruch und einige neue Rohbauarbeiten. Daran angliedert würden wir anfangen, das Gebäude mit einer neuen Fassade zu verkleiden und würden dann eben schon in den Bereich Innenausbau und parallel in die Außenanlagen starten. Bei einem kompletten Abbruch und Neubau würde man eben nach dem Schadstoffrückbau erstmal das komplette Gebäude abreißen und dann vielleicht so ein bisschen Zeit überlappt, je nachdem, wo man anfängt abzureißen, könnte man anfangen mit den ersten Tiefbauarbeiten, denn man müsste dann ja wieder neuen Aushub schaffen, um neue Tiefgaragen für die anderen Gebäude bauen zu können, würde dann anfangen mit Hochbau-Rohbauarbeiten, käme dann wieder mit Fassade, käme dann mit Ausbau und mit Außenanlagen parallel dazu. Das heißt, der Zeitstrang für Abbruch und Neubau ist natürlich deutlich länger und der ist einfach auch verknüpft mit einem deutlich größeren Aufwand an Lärmbelastung, Staubbelastung, Schmutzbelastung, LKWs, die quer durch Düsseldorf fahren, um Bodenaushub wegzukarren und um neue Baumaterialien dahin zu bringen. Das darf man eben auch alles nicht vernachlässigen. Noch ungefähr 5 Minuten, Herr Otto. Ja, so, dann kommen wir noch kurz zu den Nutzungen. Daran hat sich eigentlich gegenüber dem ursprünglichen Planungsstand nichts geändert. Wir haben entlang der Sohnstraße einmal eine Büronutzung und das Gründerzentrum. Im Hochhaus im Wesentlichen Wohnungsnutzungen. Dann gibt es hier den südwestlichen Flügel mit betreutem Wohnen. Darauf aufgeständert sind nochmal zwei Geschosse mit Apartments oder auch betreutem Wohnen. Diesen Bereich hier haben wir nochmal etwas aufgeteilt, sodass diese Gebäudestruktur ein bisschen mehr gegliedert ist gegenüber der Nachbarschaft im Süden. Und dann gibt es hier hinten an der östlichen Seite, Verzeihung, nochmal diesen Kubus mit Fitness- und Therapiebereichen. In dem unteren Diagramm sieht man, welche Flächen kommen neu dazu. Der ist einmal hier links auf dem zweigeschossigen Sockel für das Gründerzentrum. Würden wir nochmal so einen Kubus mit Besprechungsräumen oben draufsetzen. Und hier rechts, dieser rote Bereich, werden eben zusätzliche Kubatur für Apartments oder auch noch für betreutes Wohnen. Kommen wir mal zu den Grundrissen. Entschuldigung, erstmal zum Untergeschoss. Wie schon erläutert, wir lassen die riesige bestehende Tiefgarage bestehen. Wir erhalten diese. Diese wird ungefähr 330 Stellplätze. Wir würden in der Mitte angegliedert an dieser Tiefgarage einen Bereich für Carsharing anbieten, wo es in der Größenordnung von 10 bis 15 Elektroautos geben könnte. Daran angegliedert wiederum den Fahrradkeller einmal für die ganzen für die Bewohner des Gebäudes. Hier könnten aber auch nochmal Mietlastenräder als E-Bike stehen. Es könnte eine E-Bike-Ladestation geben und eine kleine Werkstatt für Fahrradreparatur. Und dann haben wir außenliegend im Untergeschoss, das Untergeschoss guckt ja ungefähr einen Meter aus dem Erdreich raus, haben wir gut belichtete Flächen. Da wäre unser Vorschlag, diese für Ateliers zu nutzen. Düsseldorf als Künstlerstadt hat da, glaube ich, einen hohen Bedarf an solchen Flächen. Und in den innenliegenden, dunkleren Räumen des Untergeschosses sehen wir dann eben die klassischen Lagerräume, einmal für die Wohnnutzung, für die Büronutzung, fürs Gründerzentrum. Und was wir uns auch noch sehr gut vorstellen könnten, sind sogenannte Self-Storage-Lagerflächen in diesem Bereich hier, wo eben auch Leute aus anderen, aus der Umgebung sich Lagerflächen mieten können. Dann kommen wir ins Erdgeschoss. Das Erdgeschoss als Sockelgeschoss ist eigentlich geprägt von der Verknüpfung der öffentlichen Räume untereinander und mit dem Gebäude. Hier sieht man das nochmal ganz deutlich, was wir eingangs beschrieben haben. Wir haben einmal hier entlang der Sohnstraße den großen Bürgerpark, der für das gesamte Stadtviertel ausgestattet wird. Dann haben wir hier auf der östlichen Seite das ehemalige Parkdeck, was auch komplett begrünt wird. Vor dieses Parkdeck vorgelagert gibt es eben einen grünen Wall,
der das Parkdeck dann auch schallschutztechnisch abschließt. In diesen Wall integriert gibt es eine große Sitztreppenanlage, wo man dann sitzen kann, hat immer den Blick, den Bezug auf den Bolzplatz, auf den Spielplatz, sodass eben darüber dann auch die Verknüpfung mit dieser Wohnbebauung an der Eduard-Schlömer-Straße stattfindet. Von dem Bürgerpark aus gibt es einmal den Haupteingang. Hier würden wir dann die Fläche auch anheben, um eben sehr wohl einen barrierefreien Zugang zu dem Haupteingang hier zu ermöglichen. Das Kunstwerk würden wir dafür abbauen und später wieder neu errichten. Ansonsten bleiben die Innenhöfe in ihrer Struktur mit den Kunstwerken, wie sie im Moment sind, auch in unserer Vorstellung komplett erhalten. Um diesen Innenhof hier orientiert sich einmal das betreute Wohnen. Hier in dem rechten Flügel haben wir auch betreutes Wohnen und dann eben hier die sehr breite, offene Durchwegung von dem Bürgerpark durch das Gebäude bis in die Grünanlage, bis auf das begrünte Parkdeck und wieder in die Grünanlage hier an der Eduard-Schlömer-Straße. Also das Thema Schallschutz haben wir mit einem Fachplanungsbüro zusammen geklärt. Das wird man alles lösen. Nochmal kurz die Grundrisse. Wir haben, wie gesagt, den Bestand komplett erhalten. Es gibt zwei Varianten, einmal mit sehr großen, einmal mit sehr kleinen Wohnungen. Hier haben wir eben einen Mix aus öffentlich geförderten Wohnungen und preisreduzierten Wohnungen mal in einem Grundriss dargestellt. Es gibt eine Durchwegung durch das ganze Gebäude, die auch immer kleine Aufweitung bereithält, wo sich Gemeinschaftsflächen, Kommunikationsorte darstellen, die alle immer einen Blickbezug nach außen haben, sodass man diese großartige Aussicht auch genießen kann. Und alle Wohnungen haben einen großen, gartenartige Terrasse mit einer begrünten Fassade direkt vor dem Fenster, sodass also auch für die Wohnung hier ein sehr hoher Wohnwert gegeben ist. Ja, das Ganze nochmal zum Schluss mit einem Bild von der Sohnstraße, wo man diese große Durchwegung nochmal sieht, die begrünte Fassade und nochmal das Bild von der Ostseite, wo man diesen freistehenden Kubus hier sieht, der im Erdgeschoss komplett entkernt ist und dann eben hier diese große begrünte Wall mit der Sitztreppenanlage und der Verknüpfung eben zu den Grünflächen in der Eduard-Schlömer-Straße. Okay, dann wäre ich auch am Ende. Vielen Dank.